differenziert sich jetzt aber, sag mal, Product Content zu Product Experience Management? Also, wo geht es da dann noch hin? Also Product Experience Management, da habe ich immer so ein Beispiel. So eine Daunenjacke. Ne? Eine Daunenjacke kannst du ja von unterschiedlichen Herstellern kaufen. Es gibt aber auch Hersteller, die dann Bilder und Videos zeigen, wo irgendwelche Menschen in einer Bergsteilwand auf 250 Meter bei minus 15 Grad in genau der Daunenjacke übernachten. Und das ist ja wirklich schon so ein Erleben. Das ist ja noch ein bisschen mehr als jetzt vielleicht so ein Milieubild. Dass ich also wirklich sehe, okay, diese Jacke in Aktion, ne, schützt mich vor Kälte, da ist so ein bisschen Abenteuer mit drin, was da mitspringt. Also da wird ja so eine Geschichte mit dem Produkt erzählt. Das ist ja wirklich so eine Experience, die ich als Kunde habe. Aber das ist nur ein Teil. Der nächste Teil ist, dass mir dann erklärt wird, die Daune kommt von glücklichen Gänsen. Die sind aufgewachsen, man kann nachvollziehen, aus welcher Farm diese Daune kommt in meiner Jacke. Das ist nichts irgendwie von gemästeten Gänsen, das ist ganz nachhaltig geführter Betrieb. Auch das ist Teil der Experience. Und die Experience geht aber noch weiter, denn ich habe ja vorhin so in meinem einsteigenden Beispiel gesagt, so erst Verfügbarkeit, dann war es Marke, jetzt ist es quasi die Produktinformation, die darüber entscheidet, wer kauft. Aber auch die Marke, die das Produkt an den Markt bringt, ist auch Teil der Experience. Das heißt also, wie stellt sich die Firma dar? Wie geht die Firma mit ihren Mitarbeitern um? Das ist so ein komplexes Feld, dieses Product Experience Management, also oder die Experience von einem Produkt, die ich als Consumer erwarte. Und auch das ist noch nicht komplett erzählt. Denn wenn ich mir mal angucke, wie sieht denn dieses komplette Product Experience Management aus? Ich muss Inhalte erfassen. Damit geht's los. Ich muss mich also heute darum kümmern, okay, ich brauche Videos, ich brauche alle Erklärungen, ich brauche die ganzen Produktinformationen so aufbereitet, dass ich Regularien und Standards entspreche. Ich brauche Videos, ich muss die Geschichte erzählen. Dann geht es darum, die Inhalte zu verwalten. Das heißt also, ich muss die Inhalte so aufbereiten, dass sie in die einzelnen Vertriebskanäle passen. Und wie vielfältig ist das denn heute? Ich muss heute im Social-Media-Bereich eine andere Geschichte erzählen, als ich in meiner E-Mail-Kampagne erzähle. Oder als der Händler seinen Kunden erzählt, um sich von anderen Händlern abzugrenzen. Also da merkt man schon so, ich muss mich eventuell auch mit Influencern auseinandersetzen. Das ist jetzt vielleicht im FMCG-Bereich oder in eurem Bereich noch nicht so angekommen, aber vielleicht kommt das ja. Und dann muss ich die Inhalte vermarkten. Die Inhalte muss ich vermarkten über unterschiedliche Kanäle. Auch da ist wieder dieses Thema Standards, Regularien ist ganz relevant. Ich muss rechtliche Themen, ich muss Sprache aufbereiten, ich muss die Darstellung auch ändern. Eine Darstellung auf Instagram funktioniert anders als eine Darstellung in LinkedIn, ne? Um jetzt mal, da bin ich ja in diesem Social Media Bereich und dann, wie erzähle ich meine Story im stationären Handel? Wie funktioniert das? Das ist also schon auch da sehr komplex. Da muss ich die Inhalte verteilen. Da gibt es natürlich dann auch so Datenpools. Da gibt es dann so Product Feed Management Anbieter. Also es ist ein sehr komplexes Feld. Und warum ist das so komplex? Weil es unheimlich relevant ist. Und es ist nicht mehr nur geschäftskritisch, würde ich mal sagen. Der Bereich Product Experience Management ist wachstumskritisch, weil wirklich Kunden genau das erwarten. Der Kunde will, wenn er eine digitale Kaufentscheidung fällt, keine Fragen mehr haben. Der will genau auf alle Fragen eine Antwort haben, sonst springt er ab. Sonst ist der nicht, geht er von einem Online-Händler weg zum nächsten, bis er sich vollumfänglich beraten fühlt und bis seine Erwartungen an so eine Product Experience übertroffen sind, dann kauft er. Das ist eigentlich das, was wir auch in dieser Studie herausgefunden haben. Jetzt will ich mal noch eine Karotte aufhängen. Und zwar, das hattest du ja auch gerade gesagt, Product Experience Management ist wachstumskritisch. Was ich ganz spannend finde, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz besprochen, dass man sagt, wenn ich eine tolle Product Experience habe und, sag mal, meine Marke, mein Produkt halt auch dann nicht nur konsumbefriedigend ist, sondern irgendwo auch so ein bisschen zum Lifestyle wird, ja, oder zu einem Statement wird. Also ich find es ein schönes Beispiel. Heute nennt immer jeder zum Beispiel Apple, ja, so ein Thema. Apple ist ja auch so zum gewissen Teil Lebensgefühl. Will aber dann ein anderes Beispiel mal anführen, weil da sieht man auch, wenn man sich dann nicht drum kümmert, wie das dann auch wieder verschwinden kann. Das finde ich immer das Spannende, das Thema BlackBerry. Ja, wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, das war ja früher auch mal eine Art, ja, du warst kein Manager, wenn du kein BlackBerry hattest. Ja.
Also das war halt, ja, wenn du wirklich ein Busy Manager warst, dann hast du ein BlackBerry gebraucht, weil nur BlackBerry konnte dir deine E-Mails schnell zustellen, ja, und sicher zustellen. So, die hatten dann ein Riesenthema, ja, und das war aber, wie gesagt, weit mehr als dieses technische Thema, ja, sondern es war ja so eine Art, ja, Lebensgefühl, ja, oder Statement, wenn man so ein Produkt hatte. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, ist natürlich das Spannende, da ja auch zu sehen, wenn ich es schaffe, als Brand so einen Status auch zu erreichen, dann sinkt ja auch die Preissensitivität meiner Kunden. Ja, Genau, also. das haben wir auch. Also ganz klar, wir haben ja hier diese Studie, wir haben 500 Endkonsumenten zusammen mit dem ECC befragt, dem IFA befragt. Und da kommt das ganz klar raus. Also dass wirklich die Qualität der Produktinformation und diese Experience, die die Kunden da erwarten, auch darüber entscheidet, dass man auch gerne, wenn ich sage, okay, ich bin bei einem bestimmten Händler vollumfänglich abgeholt. Ich habe da eine gute Experience, das Produkt ist für mich digital erlebbar, dann sinkt wirklich die Preissensibilität, weil man dann nicht sagt, okay, ich gucke jetzt nochmal nach Alternativangeboten, sondern ich vertraue dem Online-Händler, weil die Produktinformationen das Produkt so beschreiben, wie ich es erwarte, und dann kaufe ich da. Also das ist auch ein klares Ergebnis dieser Studie. Dieser Bereich, es ist wirklich wachstumskritisch. Und auch wir sagen ja auch, wir müssen so ein bisschen diesen Bereich Produktinformationen aus dem Maschinenraum ins Sonnendeck heben. Denn das ist was, was wir wirklich erleben. Ich habe ja gesagt, unsere Historie, wir sind seit 20 Jahren, beschäftigen wir uns mit diesem Bereich. Und wir sind so ein bisschen so ein Hidden Champion, würde ich sagen. Denn wir haben jetzt, ich sage jetzt, spreche jetzt nochmal vom deutschsprachigen Raum, wir haben 3.500 Kunden, die mit unserem System arbeiten. Aber wenn wir jetzt mal bei diesen Kunden mal nicht mit den Supply Chain oder Master Daten Managern reden, dann kennt uns ja keiner. Es kennt uns keiner, denn historisch gewachsen, wir sind historisch da Teil der Systeme bei vielen Herstellern und auch Händlern. Aber so Marketingabteilung und so, die kennen uns noch nicht. Und das ist auch, glaube ich, ein Problem, was viele Hersteller und Händler heute haben, diese Produktinformation ganzheitlich zu betrachten in einem Unternehmen. Es ist immer noch sehr in Silos, wird da gearbeitet. So eine Marketingabteilung hat halt so ihren Fokus und bereitet Produkte so auf, um sie zu vermarkten. Und das Supply Chain Management arbeitet so für sich an diesen ganzen Daten. Wir haben ja gesagt, diese operativen Daten. Und das finde ich ein mega spannendes Thema, weil das ist ja dieses, was wir auch immer sagen, das Information Supply Chain Management. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn man sich mal so SHK Elektro angeht, wo halt ganz viel mehrstufig passiert. Ja? Da muss ich halt nicht nur quasi für meinen Warenfluss vernünftige Lösungen haben, sondern ich muss eben auch mein Information Supply Chain Management vernünftig managen und braucht da Lösungen, dass ich eben meinen Content und meine Message auch wirklich dann an Point of Sale bekomme. Weil was bringt es mir, wenn ich eine super Webseite habe oder ganz tolle Instagram- und Facebook-Kampagnen, aber wenn ich dann halt im Shop vom Großhändler mir das Produkt angucke, dann gähnen mich da irgendwie 2x40 Zeilen an und vielleicht ein Bild. Ja. Also das ist ja genau das Thema, zu sagen, okay, ich mache eine tolle Kampagne, trigger da den Kunden und dann geht er aber an Point of Sale und wird dann da halt massiv enttäuscht, wenn da einfach der ganze Content nicht da ist. Dieser ganze Bereich Produktinformationsmanagement ist unheimlich komplex, ne? Es wird immer noch sehr in Silos behandelt. Und ich glaube echt, das, was wir in der Studie sehen, wir haben ja nicht nur mit Endkonsumenten gesprochen, sondern wir haben auch mit Herstellern und Händlern gesprochen und mal gefragt, was sind denn eure Herausforderungen im Bereich Produktinformationsmanagement? Das ist genau das, eine sehr kleinteilig. Es ist nichts, ist da automatisiert. Es gibt da immer so Insellösungen und wir müssen intern haben enormen Aufwand, diese Insellösungen miteinander zu verbinden. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen dieser Zeitpunkt, also so, wo sich das ändert, wo man wirklich erkennt als Firma, man muss ganzheitlich auf das Thema drauf gucken. Warum ganzheitlich? Weil sobald irgendwas wachstumskritisch ist, guckt nicht nur die Supply Chain und Masterdatenabteilung da drauf, dass die Daten vernünftig, standardisiert, regelkonform aufbereitet sind, sondern da muss man sich mit dem Marketing connecten, mit dem Vertrieb connecten und sich eine Strategie überlegen, wie gestalte ich mein Produktinformationsmanagement so,
dass ich in der Lage bin, kanalgerecht meine Produktinformationen so auszuspielen, dass da für den Endkonsumenten eben diese Experience draus entsteht. Und da muss man sich zusammensetzen, da braucht man Strategien für. Und ich glaube, da ist die Bereitschaft einfach gestiegen, weil man eben durch diesen Push im E-Commerce, den wir jetzt auch im FMCG-Bereich durch Corona sehen, ne? Ich meine, FMCG in Deutschland im Online-Bereich, wurde echt stiefmütterlich behandelt. Und jetzt seit letztem Jahr, im März, sieht man da auch kontinuierliches Wachstum. Es gibt Rewe Digital, also ich glaube, Rewe Online, die sind stark gewachsen in dem Bereich. Da gibt es ja so Anbieter wie zum Beispiel Picknick, die dir dann deine Lebensmittel nach Hause liefern. Und jetzt gibt es ja unheimlich astronomisch hoch bewertete Startups wie zum Beispiel Gorillas, die dir innerhalb von 10 Minuten deine Lebensmittel nach Hause liefern. Und als Konsument muss ich also über eine App die Entscheidung treffen, welche Produkte ich haben will, klicke das an und bestelle und innerhalb von 10 Minuten kriege ich meine Lebensmittel nach Hause geliefert. Also da ist gerade so ein Shift, auch diesen Bereich im FMCG sich ein bisschen genauer anzuschauen, und ist natürlich ein riesiges Wachstumspotenzial. Ist ja auch im Prinzip Teil von der Experience, ja, sowas dann eben zu sagen, hey, du kriegst in 10 Minuten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Am besten du abonnierst unseren Kanal und aktivierst die Glocke. So wirst du direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen, und verpasst zukünftig keine Folge mehr. Achso, und hier geht's zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.